Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Cube Escape, einem weiteren Escape from the Room Spiel und heute mit Cube Escape Birthday. Also haben wir wahrscheinlich Geburtstag. Ist das nicht toll? Und wir fangen einfach mal an. Wir sehen Würfel. Es ist der Rusty Lake 1972. Ich fühle mich anders. Ich kann meinen Körper nicht mehr spüren. Ich sehe meine Gedanken in kleinen Würfeln eingesperrt. Klick! Klick! Oh, ein Wald. Und da sind unsere Memories. Thanks for the memories. Dann sollten wir vielleicht erstmal ins... Okay. Wir gehen zu meinem Geburtstag in 1939. Ach, das war eine schöne Zeit, Leute. Das war eine schöne Zeit mit Mama und Papa. Ich bin damals 6 Jahre alt geworden. Die kann man sogar verschieben. Ich bin auf jeden Fall 6 Jahre alt geworden und wir schauen erstmal. Na, erstmal sagen wir Hallo zu unseren Gästen. Hallo, Mama. Check the mail, darling. Alles klar. Mach ich gleich, Mama. Mach ich gleich. Ist das nicht toll? Ich hab Geburtstag. Hallo, Papa. Son, I would like some cake. Du möchtest ein bisschen Kuchen. Zu meinem Geburtstag. Obwohl das mein Geburtstagskuchen ist. Alles klar, hier. Papa, kriegst einen Kuchen. Der ist nur leider nicht geschnitten. Ihr habt nicht mal die Kerzen angezündet. Ist schon ein bisschen traurig. Okay, wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Jahre alt geworden. Sind das 9? Ja. Gut, also entweder sind wir 6 geworden oder 9 oder 18 oder 35. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall. Oh. Sind wir noch so jung, dass wir Luftballons bekommen. Gut. Und da ist unser Geschenk. Öffnen wir unser geiles Geschenk. Wir haben... Oh, toll! Danke, Mama und Papa. Ihr habt mir ein... Ding geschenkt. Ich freue mich ja so. Dankeschön. Danke, Mama. Check the mail, darling. Okay. Oh, was ist das denn? Ja, immer alles zulassen. Gut, die haben hier irgend so ein... Keine Ahnung, was das ist. Ein Erdbeben-Sensor-Messgerät-Ding? Oder was? Oh, oder kann man damit nachgucken, ob Strom fließt oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von dem. Auf jeden Fall haben wir ja noch eine schöne Box, die abgeschlossen ist. Ist auch sehr schön. Ansonsten haben wir hier noch unser schönes Bild. Und anhand dieses Bildes denke ich mal, wir sind 3. Wenn wir das denn gemalt haben. Vielleicht haben wir auch eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder. Das kann natürlich auch sein. Und... Wir gucken einfach mal, was wir hier sonst so haben. Auf jeden Fall ist Winter. Cool, das passt ja sogar mit meinem richtigen Geburtstag. Ich habe ja auch am 23. Dezember Geburtstag, wer es noch nicht wusste. Und wäre schön, wenn es da auch immer schneien würde, aber tut es ja gar nicht immer. Leider. Oh, Streichhölzer. Okay, sehr cool. Diesen Ofen kennen wir doch aus dem anderen Cube Escape. Wow. Geil. Ach, guck mal, da unten ist sogar unser Luftballon. Den brauchen wir bestimmt auch noch für irgendwas. So, haben wir ja denn irgendwas? Nein. Wir haben nichts zu essen. Das ist ja wieder typisch. Verschlossen. Können wir hier auch... Geil, wir können Wasser anmachen. Da können wir doch bestimmt den... Jo, wir haben eine Wasserbombe. Habt ihr früher auch immer mit Wasserbomben gespielt? Ich war früher als Kind mit meinen Kumpels ganz böse und habe die Wasserballons immer gegen andere Autos geschmissen auf der Landstraße, die wir hier haben. Und dann sind die Autos immer alle stehen geblieben und ich glaube, die fanden das nicht so toll. Da mussten wir ja mal weglaufen. Und eigentlich ist das auch ganz schön gefährlich. Also mach sowas lieber nicht. Aber wir fanden das damals witzig als Kinder. So, was haben wir hier sonst so? Ein komisches Ding. Okay, geil. Das ist toll. Damit kann man bestimmt die Tür öffnen oder so. Oh, wir können rausgucken. Draußen schneit es auch. Sehr schön. Haben wir denn Musik? Oh, wir haben auf jeden Fall Kaugummi. Geil. Und da brauchen wir eine Nadel für das, wie heißt das? Irgendwas mit O, glaube ich. Ein Schallplattengerät. Keine Ahnung, hatte ich nie. Oh, ein Messer. Okay, was machen wir denn mit dem Messer? Solange wir nicht wieder irgendwas umbringen müssen, so wie Harvey, das beim letzten Cube Escape, dann ist alles gut. Gut, was haben wir hier noch? Eine Mausefalle. Die können wir auf jeden Fall mal spannen. Können wir ja Kaugummi reinpacken. Nee, doch nicht, schade. Das sieht irgendwie falsch aus. Erst die Nadel, oder nicht? Kann man nicht die Nadel irgendwie nehmen? Geil, voll die DJ
Mausefalle hier. Hä? Irgendwas ist hier kaputt. Egal. Okay, die Nadel können wir nicht nehmen für das Schallplattengerät. Da haben wir aber Gin. Oh, schön Alkohol. Geil, geil, geil. Opi, möchtest du vielleicht ein bisschen Gin haben? Drink. Okay, du bist aber nicht so nett. Das kann man auch netter sagen. Drink. Na gut, hier, kriegst dein Gin. Trink. Eis. Was, Eis? Du hast doch schon dein... Eis. Du hast doch schon sein Gin. Eis. Oh. Also klaue ich dir jetzt. Okay, Opa ist nicht so nett. Der sagt einfach nur, trinken. Ich will Eis. Gib mir Eis. Der ist nicht so nett. Ich mag ihn nicht. Ach Mann, Opa, du bist doof. Und keiner denkt an mich am Geburtstag, nur meine eigene Familie. Mutter, Vater, Opa, der mich aber nicht mag. Hallo Katze. Miau. Okay. Katze, du bist langweilig. Und du guckst ein bisschen verstört. Wieso guckst du so verstört? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Hm. Okay, was haben wir hier sonst so? Wir haben eine Uhr, wo ein Geheimfach drin ist. Da packen wir jetzt das Kaugummi rein. Nee. Hm. Ansonsten können wir hier auch nichts verändern. Da muss wahrscheinlich irgendwas rein. Da müssen bestimmt die Streichhölzer rein. Nee, auch nicht. Ich wollte das Haus heimlich anzünden, indem ich die Streichhölzer einfach in die Uhr rein tue, weil dann merkt das erstmal keiner, wenn das brennt, wisst? Wisst ihr? So würde ich das machen. So, zwar 24 ist gleich 1 mal 3, das ergibt auf jeden Fall Sinn und die kann man bestimmt auch verändern hier, ne? 3 mal 4 ist 12. Ha, okay, gut. Wir haben eine 2. Was machen wir denn mit dieser 2? Mehr können wir hier, glaube ich, nicht machen. Wir haben eine 2, die konnte man auch verschieben. Ist nur die Frage, wie und warum und weshalb. Also ein Stern. Nur die mittleren können wir verschieben. Also der Stern könnte für eine 1 sein oder eine 5. Dann haben wir hier eine 6. Hier haben wir 1, 2, 3 dieser komischen Striche. Oder insgesamt 2, 4, 6, 7 Striche. Hier haben wir 4 Punkte. Ich bringe die einfach mal in die Reihenfolge. 4, haben wir irgendwas mit 5? 1, 2, 3, 4, das sind 5. Dann ist der Stern bestimmt 1. Dann muss die 2. Hä, die passt da gar nicht hin. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo kriegen wir denn Eis her? Oh, nö, schon wieder irgendeine Person da draußen. Sowas hasse ich ja. Aber, wie es aussieht, ist das einfach nur der Osterhase. Im Winter, ja. Der Osterhase im Winter, das ist doch sehr schön. Haben wir hier schon irgendwas gemacht? Ah, okay, jetzt haben wir da die 2. Okay, alles klar. Das hilft uns bestimmt weiter, aber wie kriegen wir denn jetzt Eis? Wir haben was? Ach ja, wir haben ja den Luftballon hier. Wir packen einfach mal den Luftballon in den Kühlschrank rein, warten 5 Sekunden und öffnen ihn wieder. Ah, dann haben wir Eis. Geil. Genau so läuft das. Genau so. Legst einfach dein Gummi mit Wasser drin in den Kühlschrank für 5 Sekunden und dann ist alles super Tafte. So, Opi, du kriegst dein Eis. Bitteschön. Was willst du jetzt? Musik. Musik, alles klar. Ich will auch Musik. Musik. Ist nur die Frage, wo wir eine Nadel herbekommen. Kleiner Opa, weißt du vielleicht irgendwas? Musik. Just don't stop the... Musik. Yeah. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Wo kriegen wir eine Nadel her? Ist hier vielleicht irgendwo eine Nadel dran? Nein. Können wir hier irgendwas machen? Auch nicht. Du wolltest Cake haben, ne? Son, I would like some cake. Aber voll der Gentleman irgendwie. Alles klar, du willst ein bisschen Kuchen. Das kann man doch... Ah. Aber man muss wahrscheinlich alle Kerzen anzünden, ne? Man hat nicht unendlich Versuche. Alles klar. Ich probiere dann mal ein bisschen rum.
geil, ich bin richtig gut. Okay, hat gar nicht mal so lange gedauert. Und der Kuchen blutet. Nein, das ist nur Marmelade. Das ist nur Marmelade, das gehört so. Hier, kriegst den Marmeladenkuchen. Ich hoffe, er mundet dir. Schmeckt? Schmeckt nicht? Eine Nadel? Danke. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Einbrecher. Geht's dir gut, Papa? Du hast eben geblutet, glaube ich. How's your grandfather doing? Wie mein... Ja, Opa geht's gut, aber danke der Nachfrage. Ist das nicht dein Vater oder so? Gut, wir haben auf jeden Fall unsere Nadel und der möchte Musik haben. Und wir haben in unserem Geburtstagskuchen einfach mal eine Nadel drin. Gut, dass unser Vater die gegessen hat. Also ich werde diesen Kuchen auf jeden Fall nicht mehr essen. So viel ist klar. Und was fehlt? No Wacker. Ah, wir haben keine Musik. Wir haben keine Schallplatte. Wo kriegen wir denn jetzt eine Schallplatte her? Und hier kann man auch noch irgendwas machen. Oh, sehr interessant, sehr interessant. Ich denke einfach mal Farbe zu Farbe. Gibt das Sinn? So oder so? Ah ja. Okay, irgendwie hat das Sinn gehauen. Jetzt haben wir hier noch eine Flagge. Die packe ich einfach mal dahin, wo auch die anderen hier waren. Hier. So, da fehlt dann, glaube ich, nur noch einer. Oh Mann, ich bin hier einer heißen Spur auf der Spur. Was? Einer heißen Pferde auf der Spur. Keine Ahnung. Was können wir hier machen? Was ist das denn eigentlich hier? Oh, es ist stecken geblieben. Nein, ich habe es kaputt gemacht. Schnell die Schraube abdrehen. Was haben wir hier? Ein Kabel. Wir haben ein Kabel. Ein Kabel. Was machen wir mit einem Kabel? Wir geben das Kabel, geben wir... Obwohl, Opa, hast du Music. Vielleicht eine Schallplatte? Nein, du hast keine Schallplatte. Du bist aber doch so frech wie damals. Blödkopf. Wo kriegen wir jetzt eine Schallplatte her? Das ist eine gute Frage. Was ist das denn hier eigentlich? 142596. Das will uns bestimmt irgendwas sagen. Ich bin mir nur nicht sicher, was uns das sagen will. Kommen wir hier irgendwie ran, wenn wir das Messer einsetzen? Oder den Screwdriver? Auch nicht. Wir haben noch Kaugummi. Was machen wir mit dem Kaugummi? Mutti, geht's dir gut? Check the mail, darling. Was für eine Mail? Ach so, hier wahrscheinlich, ne? Wir haben Post bekommen. Von wem die wohl ist? Ich bin sehr gespannt. Von Voldemort? Nee, von Dale Wandermere. Oh, eine schöne Briefmarke. Mal gucken, was Voldemort so schreibt. Voldemort schreibt... Hallo du, herzlichen Glückwunsch zu deinem 9. Ja, wir sind tatsächlich 9 geworden. Zu deinem 9. Geburtstag. Heute wirst du den dunkelsten Tag in deinem Leben haben. Aber die Vergangenheit ist niemals tot. Ich weiß nicht, ob das durchgestrichen ist oder einfach nur durch diesen Knick hier jetzt so aussieht. Achte auf dein Geschenk. Es wird dein Tag retten. Oder umherdrehen. meine Eule hat mir das geschrieben. Wie meine Eule. Geil, vielleicht werde ich ja nach Hogwarts eingeladen. Man weiß es nicht. Gut, wir haben eine Briefmarke und die sieht so aus, als wenn sie in dieses Bild hier gehören würde. Tatsächlich. Und wo wird die hier hinpassen? Da? Da sieht die, glaube ich, ganz gut aus, oder? Also. Ein Pfeil bei der 6. Hier haben wir eine 6. Was soll mir das jetzt sagen? Kann ich die 6 abschneiden? Nein. Kann ich vielleicht meinen Geburtstagskuchen essen? Auch nicht. Hä? Da, ein schwarzes Haus. Das ist bestimmt ein böses Haus. Da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Jo, Mutti, was willst du sonst? Happy Birthday, dear. Dankeschön. Happy Birthday, dear. Ja, ich hab Geburtstag. How's your grandfather doing? Mein Grandpater ist gut doing. Danke der Nachfrage, Papa. Ist der domische Kupata noch da? Ja, ist er. Leute, ich bin gerade ein bisschen ratlos, was ich hier machen soll. Also, wir können auf jeden Fall den Ofen anmachen. Da können wir einfach mal unser Kabel reintun. Nee, auch nicht. Ja, kein Plan. Kriegen wir mit dem Screwdriver hier irgendwas auf? Nö. Vielleicht müssen wir noch mehr Briefmarken oder so sammeln. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Wash the Lake Theater.
Okay, man muss drei übereinander legen. Drei gleiche, so wie ich das gerade gesehen habe. Mal gucken, ob das hilft. 1, 2. Nein, ein zu viel. Gut. So. Coming soon. Ah, da haben wir unsere Schallplatte. Alles klar. Ich dachte schon, das hat jetzt gar nichts gebracht. The Lake Suit. Das haben die aber geschickt gemacht hier. Die haben hier Werbung platziert für Rusty Lake Theater. Oh, dann können wir das auch mal spielen. Das ist natürlich toll. Und gleichzeitig hat man hier eine Schallplatte bekommen. Jetzt können wir Musik auflegen. Ich bin mal gespannt, was das für eine Musik ist. Musik ab! Achso, man muss hier noch drehen. Yeah. Schön jazzig. So, ich hoffe, Opi... Oh ja, Opi ist zufrieden. Er tanzt zumindest. Und hat nichts mehr zu sagen. Aber hat uns dafür eine fliegende Briefmarke... schon zu Ende getanzt, Opi. Das tut mir leid. War die Schallplatte wohl nicht allzu lang? Und das müsste eigentlich hier diese Sonne sein, ne? Ein Plus. Die 9 ist ein Plus. Haben wir hier irgendwo eine 9? Sind das hier 9 Dinger? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nö, das sind mehr. Papi, wie geht's dir so? Du hast gar nichts mehr zu sagen. Mama. Happy birthday, dear. Du wiederholst dich. Tja, also, dann weiß ich das auch nicht. Ich kann vielleicht mal das Kabel hier reinstecken. Nicht? Doch, auf der anderen Seite. Okay, es hat ein bisschen Strom bekommen, irgendwie. Und dann packe ich da das Kaugummi rein und dann mache ich hier das und dann schneide ich das wieder durch. Nee, dann zünde ich das an, auch nicht. Ja, dann, keine Ahnung. Anscheinend fehlt da noch Strom. Hier fehlt noch irgendwas auf der rechten Seite. Aber was? Keine Ahnung. Steht vielleicht in dem Brief noch irgendwas drin? Nee, ich muss aber noch irgendwas mit meinem Geschenk machen. Ich habe nur keine Ahnung, was. Das Ding hier kriegt man auch nicht auf. Ich habe auch keine Ahnung, was man da braucht. Der Typ steht da immer noch. Solange der da nur rumsteht, ist alles okay. Wo kriegen wir denn jetzt hier noch das letzte Puzzle-Ding hier her? Achso, wahrscheinlich hiervon. Nee, ein weiter davon. Ja, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. Oh, Tatsache. Okay, dann war das tatsächlich nur nach diesen Strichen. Easy, dann haben wir jetzt auch alle davon. Dann packen wir den da hin. Ich hoffe, das waren alle. Ja. Und wir haben eine Schraube bekommen. Die müssen wir garantiert in das Geschenk reintun. Nein. Dann machen wir mit der Schraube hier unser... Okay, auch nicht. Ja. Dann... was macht man denn mit einer Schraube? Vielleicht will ja inzwischen jemand mit uns reden. Nö. Dann zünden wir hier die Rose an, auch nicht. Was zum... Warum ist da überhaupt eine Rose? Das finde ich ziemlich verdächtig, dass da eine Rose ist. Und warum ist hier eine Blumenvase, mit der man nichts machen kann? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, was muss ich machen? Und wieso ist hier ein Fach? Da muss doch irgendwas rein. Kaugummi, die Matches. Ein Messer, ein Screwdriver, keine Ahnung. Was macht man hier mit der Mausefalle? Kommt da irgendwas rein? Wir haben ja nicht mal eine Maus. Katze, Hilfe! Hilf mir, Katze!
Katze, hilf mir! Oh nein. Poppy, du musst mir helfen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Gib mir Tipps. Hä? Wir haben doch jetzt schon alles gemacht. Vielleicht irgendein verstecktes Geheimnis hier? Na. Wir müssen noch irgendwas mit dem Ofen machen. So viel ist klar. Naja, wir haben ein Bolt. Eine komische Schraube. Was macht man mit dieser Schraube? Oder tanzen jetzt Mama und Papa vielleicht auch? Ne? Die mögen nicht so gerne tanzen. Opa tanzt wieder. Und die Musik ist schon wieder zu Ende. Jo! Möchtest du Kaugummi? Opa, möchtest du vielleicht Kaugummi? Ah, okay, Tatsache. Meine Mutti möchte Kaugummi hier. Ich mach's kaputt. Witzig, oder? Okay, danke. Danke für das... Oh, es klingelt! Jemand ruft an! Oh, nein, ich habe den ganzen Tag drauf gewartet. Isabel? Hey, das kenne ich. Das hat die auch in dem anderen Cube Escape gesagt. Der will Blut sein und die Vergangenheit ist nicht die Vergangenheit. Ja, Blut und so. Gut, danke fürs Gespräch. Das war auf jeden Fall nicht Isabella. Aber vielleicht. Post. Locked. Steht da jemand? Nein. Ich habe so gar keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe Kaugummi, aber... Möchtest du eine rauchen, Opi? Auch nicht. Hier, willst du Kaugummi? Auch nicht. Happy birthday to you. Happy birthday. Das ist ja richtig creepy. Wie creepy die eben gesungen haben. Okay, es klingelt in der Tür. Also, mal gucken, wer da ist. Ein Häschen. Es ist tatsächlich der Osterhase. Oh. Here comes Johnny. Was machst du da? Wieso hast du eine Waffe? Ich bring dich um. Was ist passiert? Das frage ich mich auch. Der... Was? 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 Wieso bringt der Osterhase alle Leute um? Okay, das ist creepy. Aber Katzi lebt noch. Richtiger, schöner Headshot. Ja, gut. Das ist dann doch ein bisschen creepy. Aber wir haben Schlüssel gefunden. Danke, kleiner Osterhase, glaube ich. Und eine Batterie. Ja, there will be blood. Wir wurden gewarnt. Wir wurden gewarnt. Ich glaube einfach mal, dass unsere Eltern und unser Opa einfach böse waren und deswegen mussten sie sterben. Keine Ahnung. Oh. Ja gut, das ist jetzt Pisa. Die Pisa-Stiftung. Wusste ich's doch. Weil meine Pisa-Ergebnisse zu schlecht waren. Dir, Dale, herzlichen Glückwunsch zu deinem 9. Geburtstag. Dein Freund Harvey. Ah. Harvey. Das war unser Vogel in den letzten Cube Escape. Harvey. Habe ich mir den Namen nicht sogar ausgedacht gehabt für den Vogel? Und jetzt heißt er wirklich über Harvey. What the fuck? Und Mutti hat gar nichts für uns, aber liegt da auf jeden Fall recht bequem, glaube ich. Sieht auf jeden Fall recht bequem aus, wenn ich das so sagen darf. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall ein paar Briefmarken, die irgendwo hin sollen. Da oder wohin? Die Musik ist auch gerade ein bisschen creepy, wenn ich das mal so sagen darf. Was haben wir hier sonst noch so? Ein Berg.
ist auf jeden Fall hier und das ist dann da oder da oder da. Passt irgendwie nirgendwo. Ja, wenn dann hier so. Aber auch nicht so richtig. Da bin ich ein bisschen überfragt. Nein, dann muss das hier sein, oder? Auch nicht. Da! Ah, okay. Soweit so gut. Soweit so gut. Die Musik wird immer gruseliger. Wir haben einen Schlüssel, wir können irgendwo reingucken. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben... ich hatte keine Wahl. Diese Substanz von meinem letzten Leben ist meine einzige Chance, aus diesem Stadium zu entkommen. Vergib mir dein Hase. Okay. Jo. Ich glaube, unser Hase wurde vergewaltigt von unseren Eltern und deswegen hat er sich jetzt gerecht. Passt schon. Rache ist eine tolle Idee. Oh, meins. Nein, ich wollte die haben. Wir haben hier ein geiles Insekt. Ich will das Insekt haben. Okay, dann nicht. Auf jeden Fall nimmt das hier eine komische Wendung. Da unten können wir trotzdem nicht öffnen. Wir haben aber einen Wasserkocher. Und weil wir einen Wasserkocher haben, den wir jetzt mit Wasser befüllen, kochen wir das einfach mal. Was auch immer das bringen soll. Wir schauen einfach mal. So, es wird ein bisschen kalt hier drin, deswegen sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen beeilen. Und deswegen tun wir hier die Batterie rein. Oder auch nicht. Dann machen wir irgendwas anderes, nämlich packen wir die Batterie da rein. Wusste ich's doch. So. Das Ding macht trotzdem nichts. Pisa, keine Ahnung. Okay. Was hat das hier zu bedeuten? Wir brauchen noch 3 weitere Briefmarken, so viel ist klar. Also mindestens 3, glaube ich. Können wir das hier sonst wieder runternehmen? Nö. Aber an ist es ja. Wieso passiert da nichts? Müssen wir das vielleicht abkleben? Nee. Ganz schön complicated hier. Mann. Ach, anzünden. Gut. Jetzt abkleben? Auch nicht. Haben wir heißes Wasser. Fußabdrücke von unserem Hasen. Und eine zweite Batterie. Unter der Willkommensmatte. Gut, und dann brauchen wir hier nämlich noch eine Schraube und dann brauchen wir hier ein Kaugummi, das irgendwo reingeht. Ach man, ich bin... Ach hier ist eine Uhr. Da ist eine Uhr drauf. Ich sag einfach mal, wir müssen in die Uhr reingucken. Wir gucken in die Uhr rein. Da in der Uhr ist aber nichts drinnen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Katzi! Dir geht's gut, ne? Ja, alles klar. Bring dich um, Katzi. Ich bring dich um. Okay, doch nicht. Hätte ich auch nicht gemacht. Miau, 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 miau und so. Alter, das dauert ja richtig lang hier. Ich hätte gedacht, ich muss irgendwie... Ja, 10, 15 Minuten geht das. Aber nein, es geht einfach richtig lang. Keine Ahnung, was man mit der machen muss. Muss man das hier vielleicht irgendwie festkleben mit einem Kaugummi? Oh Mann. Aber schön, wie Opa hier immer noch weiter hin und her wuppelt. Obwohl er tot ist. Jo. Aber Mama hat uns gar nichts gegeben. Was uns irgendwie helfen würde. Vielleicht irgendwas in ihren Gedärmen drin oder so? Ich weiß es ja nicht. Hm.
Also die ganzen Dinger haben wir ja auf jeden Fall auch auf dem Schreiben hier. Kringel plus SA. Kringel, Kringel plus SA. Ja. Und das bringt uns jetzt genau was? Was mache ich mit diesem Kaugummi? Was mache ich mit dem Messer? Und was mache ich damit? Und wir können ja nochmal aus dem Fenster gucken. Eventuell ist da jetzt keiner mehr. Nee, also der ist weg. Tschuku, 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 tschuku. Ja, und was sagt mir das? Bringt das irgendwas? Ist da ein Haus verschwunden? Also zumindest ist der Hase weg. Und ein Haus fehlt auch. Packen wir ein Kaugummi dahin. Oder muss ich da irgendwas reinmalen? Oh mein Gott! Richtig erschrocken! Hilfe! Ich bin richtig zurückgeschreckt. Okay, cool. Hallo Hase. Bist du doch noch da? Okay, komm, aber bitte nicht nochmal. Jetzt habe ich Gänsehaut. Oh Mann. Okay, was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben ein Stück von einem Glas bekommen. So. Fast fertig. Jetzt fehlt hier nur noch zwei Sachen. Irgendwas mit der Uhr und keine Ahnung was. Alter, das war ganz schön gruselig. Also Hasi, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. So viel ist klar. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Ja, gut. Da unten kommen wir halt immer noch nicht ran. Jo, Hasi. Hasi, nix mehr da. Kann man hier noch irgendwas anzünden oder so? Ich bin richtig überfragt. Funktioniert das dann wenigstens noch? Ach gut. Immerhin funktioniert die Musikanlage noch. Wenn ich das mal so sagen darf. Ah, alles klar. Gas Tube. Was macht man denn damit? Wir müssen halt doch noch irgendwas mit der Uhr hier machen. Weiß noch nicht was. Da kommt wahrscheinlich der Würfel dann am Ende rein. Das wird Sinn ergeben. Und der Würfel ist in diesem Gefäß hier drin. Gastyp kommt dahin. Oh, was muss da denn noch für zwei Sachen rein, bitte? Das Kaugummi soll da nicht rein. Aber auf jeden Fall tolles Geburtstagsgeschenk. Vielleicht die Matches hier? Nö. Da irgendwas? Auch nicht. Das da auch nicht. Das hier auf sich. Kann man da vielleicht irgendwas wegschneiden oder verbrennen oder ankleben? Ach Gott, oh Gott. Leute, ich bin echt überfragt. Und Papi sieht so aus, als wenn er irgendwas in der Hand hat. Aber er sieht auch glücklich aus, dass er jetzt endlich tot ist. Ganz schön gore hier. Was haben wir denn noch nicht angeguckt? Können wir hier noch irgendwas rausholen? Können wir das anzünden? Auch nicht. Auch nix. Wenn wir das jetzt anmachen, passiert dann irgendwas? Wir können das immer noch anzünden? Ohne, dass es da eine große Explosion gibt? Interessant, interessant. Hm.
little bit overfragged. Alles klar, Leute, ich habe nachgeguckt, weil das mir hier zu lange gedauert hat. Man muss tatsächlich was mit dieser Fliege hier machen. Und zwar muss man da diesen blöden Kaugummi hinkleben, damit die Fliege da gleich hinfliegt. Jetzt weiß ich nicht, wo sie ist. Ja, die ist ja jetzt wohl nicht weg. Hallo? Fliege, please, wo bist du denn jetzt hin? Da, da kommt sie wieder. Und sie bleibt kleben. Klick. So, jetzt kann man nämlich die Fliege nehmen. Ich hab nur diese eine Sache nachgeguckt, dass man das daran kleben muss. Und ich denke jetzt einfach mal, dass man diese Fliege, dieses doofe Ding hier reintut. So. Nicht? Hä? Ja gut, dann bin ich überfragt. Die Fliege. Ah, dann Katze, ess die Fliege. Ess die Fliege. Die Katze muss die Fliege essen. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Das ist mir hier alles viel zu hoch. Mann, das muss doch garantiert hiermit zusammenhängen. So. Fliege. Doch, Tatsache. Okay, so, Fliege. Und Katze holt sich jetzt die Fliege. Los, Katze. Los, Katze. Ich wähle dich. Hol dir die Fliege. Es geht hier gar nichts mehr. Oh. Okay, ich habe eine Münze. Dann packen wir die Münze doch einfach mal hier rein. So. Fehlt nur noch eine Sache. Und die kriege ich bestimmt. Wieso ist da ein Fisch? Hä? Okay, hallo Fisch. Dann denke ich einfach mal, ich gebe den Fisch dir. Okay. Hä? Okay, scheißt du. Oh ja, du scheißt tatsächlich irgendwas aus. Und zwar ein Schlüssel. Cool. Was hast du denn da aus? Egal. Will ich gar nicht wissen. Der Schlüssel passt hier unten. Eine Wahrsagerkugel. Nee, ein. Oh, weiß ich doch nicht. Welches Jahr war heute? Oh Gott. Steht das hier bitte irgendwo? In irgendeinem Brief oder so? Na, 1900. Schieß mich tot. Haha, schieß mich tot, weil die alle tot sind. Ich habe keine Nummer. Kacke. Kann doch nicht dein Ernst sein. 142596. Das ist aber nur eine vierstellige Zahl. Oh, ich habe doch keine Nummer jetzt. Wo soll ich denn die Nummer her wissen? Wo sollte ich die überhaupt eingeben? Habe ich es auch schon wieder vergessen. Wo war ich eben? Oh mein Gott. Hä? Man kann die Silbercoin wieder rausnehmen. Kann man die Silbercoin noch woanders einsetzen oder warum geht das? Ach, ich war bei dem Ding hier, genau. So, ja, ich habe aber keine Zahl. 1900. vielleicht. 1966. 19. Tatsache. Was haben wir jetzt? Eine Schneekugel ist das. Ja, Rusty Lake 1966. Hallo, Mr. Eule. Wie geht's Ihnen? Deal with your past, Dale. Okay, only then can you truly become who you are meant to be. Geil. Voll die schlaue Eule. Voll interessant und so. Okay, alles klar. Hier, Coin da rein, Uhr da rein. Es funktioniert! Es ist eine
Teleportationsmaschine oder eine Zeitmaschine. Wow! Mit echtem Hologramm. Danke, komische Hand. Für den Würfel. Ab in die Vergangenheit! Hui! Hallo Mama und Papa, schön, dass ihr wieder lebt. How's your grandfather doing? Wahrscheinlich gut. Open the chest. Okay, Opa, mach ich. Ich öffne die Truhe. Danke für die Pistole. Wie kommt die Pistole da rein? Okay, ich rette euch alle. Häschen soll kommen. Ich werde Häschen töten. Okay, Opa, ich hab die Schiss geöffnet. Da, rette uns, Opa. I am ready. Alles klar, perfekt. I am ready. Gut. I am ready. Ja, ich mach die Tür auf. Rette uns alle. Okay, also Opa ist ready. Opa ist totally ready. Ich hoffe, der tanzt jetzt. Na, Opa, nicht tanzen. Opa, du musst ready sein. Oh mein Gott. Happy birthday, dear. Ja, danke. How's your grandfather doing? How's your grandfather doing? Happy birthday to you. Opa, du bist ready? Happy birthday. Hallo, Häschen. Na? Na, geht's sehr gut. Du wirst gleich erschossen. Opa, bist du ready? Opa, hallo? Opa, nicht einschlafen. Opa, ich hoffe, Opa ist nicht eingeschlafen. Oh. Was ist passiert? How did you know? Wie ich das wusste? How did you know? How did you know? Ich bin ein Zeitreisender. Hallo, Opa. Boom! Guck mal, Opa ist gar nicht mal so blöd. Boom! Gut, Häschens Leiche ist nicht da. Ach, Häschen ist weggelaufen. Oh, Häschen. Ich hab dich lieb. Häschen, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Papa, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Gut, dann essen wir Hasi wohl mal auf. Weiter Mauer. Und eine weitere Erinnerung. Abgeschlossen.